Okay, die Jungs sind Level 3 bald. Also er fehlt noch mit Level 3. Und du hast dich eingebuddelt. Gucken wir mal kurz, ob es da unten noch Eisen gibt. Nein. Sieht nicht so aus. Hier gibt es aber noch Gold dafür. Große Menge Gold sogar. Sehr schön. Und irgendwer sollte das Ding mal bitte aktivieren. Dass wir lesen können, was da drauf steht. Oh, noch ein Forschungspunkt. Ja, zweite Luft. Das hätten wir vorhin gut gebrauchen können. Da war ich etwas übermütig mit dem Graben. Ist das dieselbe Höhe? Nein, das ist eins tiefer. Hier steht falscher Weg. Geh in die andere Richtung, Dummkopf. Woher wussten die denn, wo wir begonnen haben? Oh, dahinter ist Stein. Jo, Stein ist gut. Dann können wir uns... Na, ich habe keine Militärzwerge, dann sollte ich denken. Ich will erstmal viel lieber das Gold hier ran. Und sollten wir gleich dann über 1000 Gold haben, werde ich doch mal den Zwergenhort auf upgraden. So, ich warte, bis die auf Level 4 sind, bevor ich sie zu neuen Militärzwergen mache. Dann können die nämlich etwas hoch trainieren. Und ja, die benutzten aus der letzten Aufnahmesession die Leuchten wieder lila, aber man sieht zum Glück daran, dass der komische Benutzungskreis fehlt, dass sie abgelaufen sind. So, Stein ist immer gut. Es ist die große Preisfrage. Nein, ich grabe nicht da unten in den Raum rein. Wenn ich das hier ausgrabe. Das Gold. Pflanzen sieht alles noch so okay aus. An den Holzpflanzen wachsen wieder Baumstämme. Und ja, ich bräuchte theoretisch wirklich hier Fallen, aber Fallen habe ich leider nicht freigeschalten bis jetzt. Ich kann höchstens Energiegeneratoren bauen. Am besten hier oben, hier würden sie gut hinpassen. Hier könnte ich zum Beispiel mit einer Wand zumachen. Oder einfach hier zumachen und da drüben weiter buddeln. Also ja, ich könnte hier einen Durchbruch machen zwischen hier und hier. Fast einen Durchbruch, die Ebene passen fast. Oder ich mache einfach den Durchbruch hier oben. Hier so. So, die Leiter verschiebe ich mal nach hier. Dann kommen die Zwerge nämlich auch da wieder raus. So, du bist jetzt ein Militärzwerg. Yay. Freu dich. Und du bist gleich ein Militärzwerg, wenn du das nächste Mal Erfahrungspunkte gekriegt hast. Also freu du dich auch. So, jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Militär. Die werde ich allerdings noch ordentlich upgraden müssen. Also, gib mir mal bitte zwei von den Meisterübungspuppen. Für was anderes können wir das Obsidian nämlich gerade, das Titan zurzeit nicht benutzen.
Jo. Ey, da ist ja jede Menge Gold. Ja, kleine Schatzkammer gefunden. Und irgendwo schnarcht ein Zwerg. So, hier setze ich eine Holzbrücke drauf. Oder wie wäre es einfach mal mit einer Steinbrücke? Ja, jetzt brauchen wir ja das Stein nicht mehr. Und wir könnten mal in Hemford etwas Holz verkaufen. Hä? Achso, wir sind am Limit angekommen. Deswegen Zwergenhort upgraden. So, die nächste Stufe kostet schon 2500 Gold. Aber wir haben 7 mehr Zwerge. Das heißt, ich werde noch einen Jungzwerg anheuern. Der dann hier trainieren kann. So, du wirst erstmal ein Kämpfer. Wo ist mein anderer Militärzwerg? Du wirst wieder ein Speerwerfer. So, da haben wir schon mal etwas mehr Militär. Treffsicherheit, Fernkampfspezialisierung, Nahkampfspezialisierung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Erstmal Handwerksverbesserung. Sämtliche Handwerker werden noch besser in ihrem Beruf. Handwerker. Hm? Militärstatus, Bergarbeiter, Handwerker, Handwerker. Ja, sind die hier, also die bauen halt schneller. Nehme ich an. So, und die beiden sind jetzt fleißig am Trainieren. Jetzt warten wir, bis der Level 4 ist, dann graden wir den auch auf. Und ja, man sieht, unser Zwergenhaut hat sich etwas verändert. Er ist nicht mehr so klein und schmal, er ist jetzt etwas größer geworden. Preise werden dadurch leider nicht besser. So, hier sieht nichts mehr nach Gold aus. Das heißt, wir haben hier gleich alles an Gold ausgegraben. Können dann eben in diese Richtung hier weiter graben. Und da müssen wir weiter nach unten. Und ja, das ist wirklich viel Grabarbeit. Da wäre eigentlich doch ein dritter Bergarbeiterzwerg keine schlechte Idee. Zumal wir ja genug Nahrung haben. Dafür gibt es aber erstmal ein besseres Bett. Ein gut gebautes Bett vielleicht aus Stein. Oder hier ein Rundbett. Ist schlechter als ein bequemes Bett. Das gut gebaute Bett hier ist am besten. Und da wir genug Stein haben, das wir nicht mehr brauchen, stellen wir es am besten hier gleich in die Mitte auf. Ja, der Fernkämpfer trifft öfter als der Nahkämpfer, deswegen trainiert er auch effektiver. Merkt man gerade so. So, das Bett wird gebaut. Und ja, ich muss mir irgendwann mal einen Sicherheitsraum überlegen. Also, wo ich mein Militär hin verlege. Wahrscheinlich am besten werde ich hier ein bisschen weiter ausbuddeln. Und es hierher verlegen mit zwei Betten und einem kleinen Esstisch. Am besten drei Betten. Dass ich da auch meine
Bergarbeiterzwerge öfter mal ausruhen können. Weil ich glaube, von hier aus wage ich dann den Sprung weiter runter. Also man sieht ja, wenn man hier niedriger geht in den Ebenen, gibt es noch viel zu erkunden. Wobei alles ziemlich kompakt ist. Eigentlich geht das hier. So, wagen wir uns mal hier lang. In diesen Raum. Meine beiden Zwerge sind ja einigermaßen wieder einsatztauglich. Ne, Handwerker-Spezialisierung erstmal. Okay, eine der Metalltrainingsexperten Übungspuppen ist kaputt gegangen. Man merkt, an denen kriegen sie auch mehr Erfahrungspunkte. Also den Meisterpuppen. Oh, wieder Gnome. Gut, die Gnome können wir in Ruhe lassen. Wir klauen uns nur ihren Forschungspunkt. Und Nolztisch. Der Rest ist nämlich nur Nahrung. Lassen wir die Gnome leben. Wir müssen eh nichts mehr Gnomisches töten. Das heißt, wo graben wir jetzt am besten weiter? Eigentlich steht ja hier nach unten graben. Na, brauchen wir nicht ganz. Wir können hier weiter graben. In diese Richtung. Theoretisch könnten wir auch hier in diese Richtung weiter graben, aber das machen wir nachher. Weil hier kommen wir dann hier weiter. Also ja, ignorieren wir die Gnome. Du warst wirklich ein tolles Händchen zum Graben. Jetzt fällst du nämlich runter. Lustig, dass die Bergarbeiterzwerge auch immer einen Bierkrug dabei haben. So. Forschung läuft. Militär läuft. Du brauchst noch ein Level-Up, dann wirst du auch militarisiert. Währenddessen gibt es schon mal eine neue Trainingspuppe aus Metall. Die da bitte. So. Und noch mehr Gnome. Gucken wir mal, wenn wir so über die Sachen drüber fahren, was da so steht. Kaninchen im Käfig, das können wir so lassen. Eine Werkbank, da wäre Turmalin, aber das brauchen wir nicht. Ich kann ihm nur sein Eisen und seinen Forschungspunkt. Und eigentlich müssten wir dort ja durch. Um weiter vorwärts zu kommen. Aber ich denke mal, wir können auch an anderer Stelle weiter graben. Hier zum Beispiel. Na, wie gesagt, die Gnome lasse ich leben jetzt. Wirkliche, ernsthafte Gegner sind sie nämlich nicht. Also sie sind eigentlich friedlich. Solange ich sie nicht angreife, greifen die mich nicht an. Ja, sehr schön. Du fällst jetzt erstmal hier tief runter. Kannst dann auch gleich mal das Ding aktivieren, wenn du fertig mit dem Fallen bist. Währenddessen mache ich dir einen Ausgang. Passt auf, dass der Boden nicht nachgibt. Ihr wisst schon, weil darunter alles hohl ist. Ups, die Leiter war zu viel. So, von hier aus kann ich mich nach da drüben graben.
schon.